So. Ja, machen wir die hier. Ich glaube, die hatte ich alleine gespielt. Okay. Einfach zwei Autos. Naja, einfach. So wie vorhin. Ach, das Radio. So. Ach, du trittst noch bei. Tritt doch mal schneller bei. Ja, kein Stress. Komm. Mach mal hier Turbo Boost. Ich muss doch Level 12 werden. Und ich habe vorhin noch gelesen, dass Ja. Rockstar keine weiteren Heist-Missionen jetzt nachliefern wird mit Updates oder so. Nein. Nein! Das Haben die ist gesagt. schwach. Ja, aber die haben ja auch gesagt, es gibt keine PC-Version, ne? Vielleicht gibt es dann in einem Jahr neue Ich glaube Heist-Missionen. denen gar nichts mehr. Warte, ich komme. Das glaube ich dir nicht. Mit dem Springen muss ich aber noch üben. Mit dem Timing. In die Hecke springen. Na, das ist ja ein tolles Auto. Das sieht aus vom Logo her wie ein Alpha. Wie ein Alpha-Tierchen. Ja. Wupp. Hol die Autos zurück. Ja, das sind zwei. Ach du. Ach du grüne Neune. Ja. Ich dachte, der fährt einfach weiter und ich bin jetzt der Coole, weil ich dann links ausweiche. Und dann bleibt er stehen und ich fahr voll rein. Ich chill schön auf dem Beifahrersitz. Chill schön. Chill. Da kam gerade der Zug, ey. Doch, küt. Oh! Ja. Alles okay. Oh, die Autos teleportieren sich hier über die Straße. Wir kämpfen ein bisschen mit Lags. Ja. Boah, vielleicht hätte ich ein schnelleres Auto nehmen sollen. Die sind ja voll am Flüchten. Wie machen wir das? Holen wir uns eins und dann mit dem neuen verfolgen wir den anderen und dann. Ja, das ist voll clever. Oh, aber erstmal müssen wir. Welcher ist es? Ach, der hintere. Verdammt! Wir hätten ihn erschießen können. Müssen. Fuck. Ich habe ihn! Richtiger Meisterschütze. Ja, ich würde auch gern was machen, Rockstar-Kollege. aber es leckt gerade. So. Steig mal ein. Ich bin drin. Hier. Schüttel die Cops ab. Wo ist denn? Lächerlich, ich will nicht die Cops abschütteln. Nee. Wo müssen wir Pass denn? auf, hinter dir ist einer. Ja. Ja. Okay, das ist ja noch mal gut gegangen. Wo ist denn jetzt die andere Karre, verdammt? Ich glaube, ich kaufe mir noch einen PC, auf dem ich nur GTA installiere. Guter Plan. Damit das nicht mehr leckt. Nein, nicht das Auto. Was sagst du? Nicht das Auto abliefern. Soll ich den anderen mal markieren oder reicht dir der Punkt Ich auf der sehe den Karte? ja. Okay. Vielleicht. Vielleicht fährt er schon selber zu dem Auto aus. Guck mal, das kommt ja fast hin. Dann müssen wir nur überfallen und stehen schon da. Ja. Abliefern, fertig. ja, haben wir ihn ja gleich hier. Vielleicht, wenn wir nicht aggressiv auftreten, flüchtet der auch nicht, dann kommt die Polizei nicht, weil wir nicht schießen müssen. Ja. Kuckuck. Oh Mann! Okay. Och nee, jetzt ist er hier noch so am Rumhüpfen.
Ups. Habe ich ihn? Nee. Ich glaube, ich habe ihn. Steigst du um? Ja, oder ich? Ich mach. Ich dachte, wo willst du hin? Klaus ist ein anderes Auto. Ja, fein. Aua. Ich schüttel die Cops ab. Ja, weißt du noch ungefähr, wo wir hin mussten? Ja, irgendwo links, glaube ich, ne? Ich habe keinen Plan mehr. Ich glaube, hier irgendwo hin. Oh nein. Oh, ich bin fast in dem komischen Kegel drin. Eieiei. Sag ich doch gar nicht so falsch. Was? Bist du da? Auf dem Weg, ja. Na komm, lass mal ein Rennen machen. Wer zuerst da ist, hat verloren. Der hat mich fucking Cocksucker genannt. Weiß der doch gar nicht. Der hat mich bestimmt mit jemandem verwechselt. Ja, passiert einem ja öfter mit so einem Allerweltsgesicht. Bumm. Mit GD. Ach, du sitzt da gar nicht drin. Ich stehe schon an der... Ja, toll. Ja, fahr halt eh Auto da hinstellen. Ja, du stehst auf der Markierung drauf. Ja, aber wir müssen da beide in die Markierung, oder nicht? Ja, ramm halt mein Auto. Great. Well done. You are very resourceful. I like that. Mm. Yeah, I do. Sehr gut. Ja, einparken können wir auch. Ja. So, bin ich jetzt hier direkt Level 12? Oh, knapp. Ja, dann machen wir jetzt noch hier, gefällt gut, irgendetwas. Dann bin ich Level 12. Dann können wir und für nächstes Mal die Heists machen, ne? Genau, das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen. Weil ich habe wieder nicht auf die Uhr geguckt, ja, wie lange das hier schon... Ich glaube 40 Minuten oder so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Welche machen wir nochmal? Achso, Verfolgungsjagd hatten wir, Problem am Pier hatten wir, ja. Schwerer Autodiebstahl. War das diese Kackmission vom letzten Mal? Ja, ich glaube ja. Oh Gott. Ich würde ja sagen, wenn wir leveln wollen, wäre nochmal Probleme am Pier gut. Ja, aber das ist ja jetzt langweilig. Komm, lass hier Fallschirmsprung machen. Das wird ja wohl auch ein paar Erfahrungspunkte geben, oder? Ja, wahrscheinlich. Wie waren die Steuerungen? Ich möchte kein Radio. Danke, schön. Ach, ich mache einfach West Coast Talk Radio. Also ich mache West Coast Classics. Wie immer. Es gibt so ein paar Konstanten bei mir beim Zocken, vor allem bei GTA. Das ist einmal West Coast Classics und eine Pumpgun. Das wird jetzt interessant. Was für ein Radio soll da eigentlich laufen? Das Radio, was wir im Fallschirm eingebaut haben? Ich glaube, ja. Boah, jetzt kommt so ein gutes Lied auch noch, ey. It's kind of easy when you listen to the G-Dub sound. Boah, ich kann mir einen Fallschirm aussuchen. Mhm. Listen to the G-Dub sound. Smoke on the pound. And this DJ B. Warren G. Achso, ich kann gar nicht auf dich wetten. Verstehe. Bist du schon raus? Ja. Cool. Ah. Wo bist du denn? Ja, wenn ich das wüsste, doch. Ah, ich muss erstmal die Steuerung lernen.
Ja, schon verkackt. Hui! Und es läuft nicht mehr West Coast Classics. Oh nein, nein, nein! Wo ist denn der Punkt? Oh Mann, was... Kann man nicht irgendwie den Fallschirm abwerfen? Was ja, willst du? Voll verkackt. Den Fallschirm abwerfen? Ja. Ja. Aber warum? Damit du erst da unten bist? Ja, damit ich schneller runterfliege. Ach du. Wo bist du? Okay, jetzt bin ich wenigstens wieder auf Kurs. Ja, ich habe mich hier voll verflogen, kannst und du sagen. Und Vollpunkt verpasst. Ich verpasse nur noch die Kontrollpunkte. Ja, was machst du denn da? Das ist doch nicht richtig. Und wo ist jetzt mein Radio? Ich möchte auch Radio hören an meinem Fallschirm springen. Schwupp. Ja, irgendwie habe ich so ein perspektivisches Sehenproblem mit diesen komischen Kreisen. Oh ne, na. Na, wird das noch was? Dann sehe ich wohl den Sieg für mich. Obwohl ich habe viele Kontrollpunkte verpasst. Wenn nicht sogar alle. Gesichtsklatscher minus 5. Ich will jetzt, dass da steht Gewinner. Ey! Ja, er landet nie. Oh, du musst schon das Ziel treffen, ne? Ach, hör auf. Oh, ich bin erster. Beendet. Oh, null Punkte. Ach, Scheiße. Gibt's auch mal Gegner oder eher nicht? Oh nein, ey, nur 100 Erfahrungspunkte bekommen. Oh Mann. Wir müssen noch irgendeine Mission machen. Oh Mann, ey. Ich wende da tausendmal in der Luft, damit ich noch hier irgendwelche Dingsies da weiße. Ja. Ne? Welche machen wir? Ist ja eigentlich vollkommen wurscht jetzt hier. Still ruht der See. Er nimmt die schwersten. Was? Sind die schwer? Keine Ahnung. Verwirr mich doch nicht. Ich glaube, ja. Ja, Radio. Ist dunkel. Komm, dreh mal schneller bei. Okay. Doremi. I kick shit with the king, motherfucker. Wolltest du jetzt mal Punkte machen oder auch eher nicht so? Du bist so gemein. Ja, meiner springt halt nie aus dem... Hast du keine Lust? Also ich gleite ja wie ein Adler hier durch die Luft. Mhm. Hui! Das ist unfair. Jetzt bist du vor mir. Vorhin, als mit Waffen war, warst du so weit hinter mir. Ich wollte dich abschießen. Ey, was? Tja, da helfen dir deine Battlefield-Flugkünste auch nicht viel. Ja, da ist ja Fallschirmspringen auch, das ist ja nicht vergleichbar. Hier hat man ja viel mehr Möglichkeiten. Boah, wie ich hier slide.
Uiuiui. Ui. Oh nein, jetzt leckt es. Ja, Ausreden. Ach, Fallschirmspringen ist auch doof. Und? Oh nein, nicht in die Hose, Spannungsdings. Nein! Kacke. Yes! Hat sich aber fein abgerollt. Ich bin Zweiter, lächerlich, ey. Jeder hat gesehen, dass ich viel besser geflogen bin. Wie viele Punkte hast du denn? 160. Nein, ich habe 160. Bei mir stand auch 160. Ey, ich bin immer noch nicht Level 12. Ja, wenn du nicht Level 12 willst, ist ja in Ordnung. Vielleicht liegt es daran, dass Fallschirmspringen nicht anspruchsvoll ist. Ja, siehst du, 160. Lächerlich. Aktualisieren wir. Ja. Jetzt macht er wieder nur Fallschirmklamotten da rein. Oh? Oh, cool. Lass mal das Hindernis-Dingsbums da. Das sieht witzig aus. Okay. Schneller, schneller, schneller. Wir haben doch keine Zeit. Die Folge ist schon viel zu lang. Ich glaube, wir müssen auch langsam in das eine Stunde mit Konzept gehen. Boah, Soulwax FM. Aber mit Supersportwagen? Oh. Wenn wir so Hindernisklamotten haben? Das heißt, das wird bestimmt laggen bei mir. Was mit Motorrädern machen? Dafür erstmal West Coast Classics. Mir egal. Ich höre West Coast Classic, mich haut nichts aus den Latschen. Das werden wir ja sehen. Yo. Yo, yo. Ich fahre mit meinem eigenen Motorrad. Ja? Ja. Sie. Weil das ist getuned. Und ich habe ja schon so viele Möglichkeiten mit meinem Level. Boah, jetzt kann ich ja wirklich Radio hören. Brumm, brumm. Boah, ich habe so einen Scheißhelm, ey, so einen Opa-Helm. Ding, 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 ding. Ich fahre das ganze Rennen einfach nur im Wheelie. Oh, ich krieg Angst. Ich krieg. Ui, 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 ui. Ja, jetzt sind gute Momente zum Laggen. Das glaubt dir doch jetzt keiner. Bei mir im Video kann man sehen, dass das flüssig läuft. Da sind keine Lags. Er hat schon wieder so ein Star-Motorrad. Ich fahre wieder mit so einer Oma-Karre. Ui! Oh, ui, das war echt knapp. Also bei dem Sprung, da solltest du aufpassen. Das kann ich nur durch Lenkskills regulieren. Ich springe über die Brücke, scheiß drauf. Ja, ich habe sogar geschafft. Bist du auch mit deinen Rädern an das Brückengeländer gestoßen? Ja. That's all. That's all. Oi! Also die Karte ist eigentlich witzig. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass du einen Unfall baust. Wo muss ich denn hier lang? Über die Waggon springen? Yippie! Ach du. Wow. Wow. Ich fahre richtig gut diesmal. Gar kein Problem. Da 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 da. It's D-O-G Snoop Dogg. Boah, ich fahr wie Snoop Dogg. Oh! Ich bin gestorben wie Snoop Dogg. Blaze it up. Huh? Bist du tot? Quatsch. Fuck.
Winken! Muss man umdrehen? Ja. Yep. Lächerlich. Ja, jetzt würde es aber auch langweilig. Wäre da statt Kehrtwende das Ziel gewesen, dann wäre das so. Okay. Dann hätte ich das besser gefunden. Weil jetzt passiert ja gar nicht mehr so viel Spektakuläres. Ich hoffe auf einen Patzer von dir. Ach komm. It's the motherfucking D-O-Double G. Na 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 na. Flieh-Uhr! Das wäre total cool, wenn so auch der Weg zur Arbeit wäre. Einfach so ein paar Sprungschanzen, ja, in der U-Bahn und sowas. Ja gut. Obwohl, war das nicht bei Speed 1? Ist die U-Bahn da auch irgendwo gesprungen? Ja. Bei Speed 1 war aber ein Bus. Ja, dann meine ich, aber war da nicht auch eine U-Bahn am Ende? Ja, weiß ich nicht. Boah, Hammer. Bruchlandung, aber Landung. Oder verwechsel ich das mit Money Train? Ich glaube, die waren mit dem Bus fertig und dann ist das in der U-Bahn weitergegangen. Die Zuschauer mögen mich korrigieren, wenn ich total Quatsch rede. Das war wohl nichts, wa? Ich habe aber eine Auszeichnung gewonnen. Wofür? Luftikus. Luftikus. 15 Japan-Punkte. Level 12. Level 16. Ja, dann haben wir doch das Tagesziel erfüllt, wa? Jawollo. Hakuchu? Gefällt gut. Ja. Ja, dann machen wir Schluss für heute. Ja, würde ich auch sagen. Dann bedanken wir uns fein fürs Zuschauen. Ja. Und nächste Video dann vielleicht schon Heißmission. Ja. Das wird ja total heiß. Ich sage tschö. Und ich auch.